Hallo zusammen, heute arbeiten wir an so einem Text hier. Der Igel, Wildtier in Not. Wir lesen den Text, wir erklären den unbekannten Wortschatz im Text. Wir besprechen eventuell auch Grammatik, die interessant sein könnte. Dann machen wir eine Zusammenfassung von diesem Text. Das ist eine Aufgabe, die im digitalen und auch im papierbasierten Test häufig verlangt wird. Wir müssen Meinungen paraphrasieren und zusammenfassen. Wir müssen Texte zusammenfassen, zum Beispiel im digitalen TestDaF, im schriftlichen Ausdruck und auch im mündlichen Ausdruck gibt es so eine Aufgabe. Deswegen ist diese Kompetenz äußerst wichtig. Bleiben Sie dabei, das Thema ist ungewöhnlich, aber wir können auch was Neues aus diesem Thema und aus diesem Video lernen. Hier gibt es eine kurze Einleitung in diesen Text. Der Igel gehört zu den Tierarten, die schon am längsten in Europa heimisch sind. Und wir sehen sofort da rechts eine Erklärung. Heimisch, so dass man an einem Ort zu Hause ist. So heimisch, dass man zu Hause ist. Doch der Mensch nimmt ihm seinen Lebensraum. Nimmt ihm seinen Lebensraum. Also hier gibt es keine Präposition dazwischen. Nicht bei, nicht von, also einfach Dativ. Nimmt ihm seinen Lebensraum. An manchen Orten sind Igel schon vom Aussterben bedroht. Das ist eine Wendung, die wir auch hier finden können. Vom Aussterben bedroht sein, in Gefahr sein, immer weniger zu werden und bald ganz zu verschwinden. Meist Tiere und Pflanzen, also in Gefahr sein. Einleitung ist verständlich. Lesen wir weiter den Text. Wer einen Garten besitzt, hat dort vielleicht schon einmal das kleine Säugetier mit Stacheln entdeckt. Zwei Wörter in diesem Satz. Das erste Wort heißt Säugetier. Das Säugetier und Plural ist die Säugetiere. Ein Tier, das sich am Anfang seines Lebens von der Milch der Mutter ernährt. Säugetier, also die Tierarten, die Milch verbrauchen. Und Stacheln, der Stachel, Maskulin und Plural ist die Stacheln. Ein spitzer Teil einer Pflanze oder eines Tieres, der gegen Feinde schützen soll. Stechen, also spitzer Teil. Spitzer Teil einer Pflanze oder eines Tieres. Jetzt hat der Igel einen Preis gewonnen. Die Deutsche Wildtierstiftung hat ihn zum Tier des Jahres 2024 gewählt. Was ist das hier für eine Organisation? Deutsche Wildtierstiftung. Feminin, nur Singular. Eine Organisation, die sich für den Schutz von wilden Tieren und ihre Lebensräume einsetzt. Sich einsetzen bedeutet etwas machen, in irgendwelchem Bereich agieren oder funktionieren oder einen Beitrag zu einem Bereich leisten. So, das ist die Organisation, eigentlich die Tier schützt und der Igel hat den ersten Preis gewonnen. Damit hat ein Wildtier die Wahl gewonnen, dass es in unserer Kulturlandschaft immer schwerer hat. Das Tier hat es schwer, also es ist nicht einfach in dieser Kulturlandschaft zu überleben. So Biologe Klaus Hacklender von der Stiftung, also hat er so gesagt. Tatsächlich ist die überall in Europa heimische, nachtaktive Tierart gefährdet. Kulturlandschaft haben wir hier auch verpasst, das ist feminin, die Landschaft, eine vom Mensch veränderte Landschaft, Kulturlandschaft. Und gefährdet, in Gefahr sein, so etwas, so dass etwas bedroht ist, gefährdet, bedroht. Für jemanden existiert oder für etwas existiert auch eine Gefahr. In Großbritannien ist sie laut einer Untersuchung bereits vom Aussterben bedroht. Und schuld daran ist der Mensch. Also sie, was gehört zu diesem Wort? Das ist die Tierart, feminin, und das ist das entsprechende Personalpronomen. Schuld daran sein, das bedeutet eine Verantwortung für etwas tragen. Am wohlsten fühlen sich Igel in einer offenen Landschaft mit Buschen, Wiesen und Feldern. Keine unbekannten Wörter hier, also wo es eigentlich Büschen, Wiesen und Feldern
und Felder gibt. Durch den Einsatz von Pestiziden und den Anbau in Monokulturen in der Landwirtschaft verlieren die Tiere jedoch ihren natürlichen Lebensraum. Pestizid. Dipestizid, ein chemisches Mittel, das Pflanzen vor Krankheiten und Tieren schützt. Weiter kommt das Wort Anbau, maskulin, nur Singular, das Anpflanzen von Obst, Gemüse und Getreide, so dass man etwas pflanzt. Und Monokultur, feminin, der Anbau der immer gleichen Pflanzenart auf der Fläche. Besonders schädlich für sie ist es, wenn Böden durch Bautätigkeiten versiegelt werden. Etwas versiegeln, hier einen Boden ganz fest machen, so dass nichts durchkommt. Okay. Bautätigkeiten, ja, alles verständlich. So gelangen Igel nicht mehr an Insekten, von denen sie sich hauptsächlich ernähren. Gelangen nicht an Insekten. An etwas gelangen bedeutet etwas erreichen, etwas bekommen. So, Igel können deswegen auch keine Insekten bekommen. Verständlich. Igel finden zwar auch auf manchen Pflanzen Insekten, doch der vom Menschen verursachte Klimawandel lässt viele Böden trocken und hart werden, sodass Pflanzen verschwinden. Klimawandel, maskulin nur Singular, die Veränderung der Klimas durch den Menschen. Das ist ja verständlich ein verbreitetes Wort. Verschwinden bedeutet nicht mehr da sein. Wenn sie nichts zu fressen finden, wandern Igel weiter bis zu 8 Kilometer in einer Nacht. Diese Wanderungen sind jedoch gefährlich, weil die Tiere Straßen überqueren müssen oder auf beißende Hunde treffen. Beißende beißen hier jemanden mit den Zähnen verletzen. Ja, Hunde können beißen. Auf den Straßen können Autos die Igel überfahren, also ganz gefährlich. 8 Kilometer, das ist viel, ja, in der Nacht. Doch man kann einiges tun, um Igeln das Leben leichter zu machen. Als Gartenbesitzer mäht man seinen Rasen am besten nicht ganz, damit Igel noch Platz für ein Nest haben. Rasen mähen mit einem Gerät, Gras kurz abschneiden. Und wenn man tagsüber einen Igel findet, ist er wahrscheinlich verletzt. Dann sollte man ihn zu einer sogenannten Igelstation bringen und die es in ganz Deutschland gibt. Also diese Stationen gibt es in ganz Deutschland. Hier finden verletzte Igel ein Zuhause und werden behandelt und gefüttert. Jemanden oder etwas füttern, einem Tier oder Menschen Essen geben. Weil das Problem so groß ist, hilft man dort allerdings nur in Notfällen. Das Problem ist groß und man hilft nur in Notfällen. So, was können wir von diesem Text überhaupt verstehen? Wir können verstehen, dass die Igel in einer Gefahr sind. Es gibt unterschiedliche Faktoren und Herausforderungen, die Igel überwinden müssen. Und die alle sind mit der menschlichen Tätigkeit verbunden. Ja, der Wortschatz ist verständlich, die Struktur des Textes ebenfalls, die Maßnahmen auch, was man tatsächlich machen sollte, um das Problem ein bisschen zu verringern. Wie kann man an diesem Text weiterarbeiten? So, wir haben den Inhalt verstanden, wir haben den Wortschatz verstanden, ausgeschrieben, auch eine Bedeutung geschrieben und vielleicht auch Beispiele, ja, um besser zu verstehen. Wie geht es weiter? Wie kann man auch effizient an diesem Text arbeiten? Ja, natürlich müssen wir auch eine Zusammenfassung machen. Zusammenfassung ist eine produktive Tätigkeit und es funktioniert am besten, wenn man rezeptive Tätigkeit, also das Lesen, mit einer produktiven Tätigkeit verbindet, also mit dem Schreiben. Und hier haben wir ein Beispiel solcher Zusammenfassung. So, Sie sehen, dass die Zusammenfassung relativ kurz ist.
Jedoch enthält sie die wichtigsten Inhalte dieses Textes. Der Igel, ein heimisches Wildtier, steht vor Herausforderungen durch den Verlust seines natürlichen Lebensraums, verursacht durch menschliche Eingriffe. Also schon ein interessanter Satz mit vielen Ideen aus dem Text. Den Verlust seines natürlichen Lebensraums verursacht, also partizipiale Struktur verursacht, dieser Verlust wird durch menschliche Eingriffe verursacht. In einigen Regionen Europas ist der Igel bereits vom Aussterben bedroht, insbesondere in Großbritannien. Landwirtschaftliche Praktiken wie der Einsatz von Pestiziden und Monokulturen sowie städtische Entwicklungen und der Klimawandel beeinträchtigen das Überleben dieser nachtaktiven Tiere. Böden werden versiegelt, was den Zugang zu Nahrung erschwert, und der Klimawandel führt zu trockeneren Böden, auf denen Pflanzen verschwinden. Ja, die Igel brauchen diese Pflanze für ihre Nester, und die Menschen mähen ihren Rasen zu intensiv und die Igel haben dann keinen Platz für die Nester. Einsatz von Pestiziden, das haben wir gelesen, und Monokulturen sowie städtische Entwicklungen, ja, und der Klimawandel. Alles klar. Die Deutsche Wildtierstiftung hat den Igel zum Tier des Jahres 2024 gewählt, um auf seine gefährdete Situation aufmerksam zu machen. Ja, so das Ziel, um aufmerksam zu machen. Gartenbesitzer können dazu beitragen, Igeln zu helfen, indem sie ihren Rasen nicht komplett mähen, um Platz für Nester zu schaffen. Wenn ein tagsüber gefundener Igel verletzt ist, sollte er zu einer Igelstation gebracht werden, die in ganz Deutschland existieren. Diese Stationen bieten Hilfe für verletzte Igel, behandeln sie und sorgen für Futter. Da das Problem weit verbreitet ist, konzentrieren sich diese Einrichtungen jedoch auf Notfälle. So, das ist ja auch kurz und aufschlussreich, und wir haben hier auch einiges paraphrasiert. Zum Beispiel diese Struktur hier: wenn ein tagsüber gefundener Igel verletzt ist, also wenn der Igel, der am Tage gefunden wurde, verletzt ist, also wir haben den Relativsatz durch partizipiale Struktur ersetzt. Sollte er zu einer Igelstation gebracht werden, die in ganz Deutschland existieren. Ja? Existieren hatten wir in diesem Text doch nicht. Ja? Es war was anderes. Existieren, ja, hier, die es in ganz Deutschland gibt, und hier haben wir das paraphrasiert. Konzentrieren sich auf Notfälle. Und ja, das ist auch, hilft man dort allerdings nur in Notfällen. Es ist natürlich auch gut, wenn Sie auch diese Wörter paraphrasieren, aber das hängt natürlich von den Zielen ab. Unser Ziel war, einfach zusammenzufassen. Das ist nicht die beste Zusammenfassung. Hier gibt es noch keine Konnektoren zwischen den Sätzen. Wir haben nur ein bisschen den Text paraphrasiert, nicht ganz und nicht effizient, aber das ist die erste produktive Tätigkeit daran. Weiter können wir ein bisschen tiefer gehen, um noch ausführlicher an dem Text zu arbeiten. Und das ist das Essay, die Herausforderungen des Igels in unserer Kulturlandschaft. Wir benutzen jetzt den Wortschatz aus diesem Text. Wir benutzen jetzt die Inhalte des Textes, um ein Essay zum Thema zu schreiben. Und sofort haben wir hier einen Titel ausgedacht, die Herausforderungen des Igels in unserer Kulturlandschaft. Der Igel, ein seit langem in Europa heimisches Wildtier, sieht sich in der heutigen Zeit mit gravierenden Problemen konfrontiert, die seinen Fortbestand bedrohen. Die Deutsche Wildtierstiftung hat kürzlich den Igel zum Tier des Jahres 2024 ernannt, um auf eine
prekäre Lage dieser nachtaktiven Tiere aufmerksam zu machen. Ganz gut, eine Einführung, die erklärt, was das Problem ist, die erklärt, was für ein Tier das ist und was man schon zu machen versucht. Gut, in der kurzen Einleitung haben wir sowohl eine kurze Erklärung, wir haben auch einige Maßnahmen, die die Deutsche Wildtierstiftung schon zu ergreifen versuchte. Und wir haben das Problem definiert, dass die Igel sich in der heutigen Zeit mit gravierenden Problemen konfrontieren. Ja. Und ja, was haben wir hier? Wir haben noch ein interessantes Wort, das ist das Wort prekär. Wir können dieses Wort auch erklären. Also prekär, Adjektiv, nicht Adverb, bedeutet, dass man nicht mehr weiß, was man tun soll. Also schwierige Lage, schwierige Situation. Prekäre Lage, schwierige Lage, nachtaktiven Tiere. Was war hier noch für uns interessant? Also ernennen können wir noch übersetzen, nicht übersetzen, sondern ja, klären, was das bedeutet und wie das im Satz funktioniert. Ernennen, jemanden als etwas zu etwas ernennen, jemandem ein Amt oder eine Funktion geben, jemanden als seinen oder zu seinem Nachfolger, zum Bürgermeister, zum Minister ernennen. Also, jemandem einen Titel geben, jemandem irgendwelche besondere Position verleihen. Gehen wir weiter, zweiter Abschnitt. Zu den entscheidenden Herausforderungen zählt der fortschreitende Verlust des natürlichen Lebensraums des Igels durch menschliche Eingriffe. Besitzer von Gärten, die vielleicht schon einmal dieses kleine Säugetier mit Stacheln entdeckt haben, spielen eine Schlüsselrolle in seinem Überlebenskampf. Die intensive Landwirtschaft, gekennzeichnet durch den Einsatz von Pestiziden und den Anbau in Monokulturen, nimmt den Igeln ihre bevorzugten Lebensräume, die von offenen Landschaften mit Büschen, Wiesen und Feldern geprägt sind. Insbesondere die Versiegelung von Böden durch Bauaktivitäten stellt eine ernste Bedrohung dar, da Igel dadurch den Zugang zu Insekten verlieren, die ihre Hauptnahrung sind. Ganz gut, viele Wörter haben wir hier verbalisiert und einige haben wir nominalisiert. Das ist der richtige Zugang zur Bearbeitung des Textes. Einige Wörter, fortschreitende bedeutet, etwas schreitet fort. Fortschreiten bedeutet, etwas wird größer, intensiver, entwickelt sich weiter. Ein Gegenteil von etwas stagniert. Ja? Also das ist das Gegenteil, etwas entwickelt sich weiter. Alles andere haben wir schon im Text gesehen, bevorzugte Lebensräume, Versiegelung, ja, das haben wir nominalisiert, wir haben im Text das Verb gesehen, hier steht das Nomen, das ist auch gut, solcherweise zu arbeiten. Bevorzugen, die Bevorzugung, versiegeln, die Versiegelung, Aktivität aktivieren, Entscheidung entscheiden, Herausforderung herausfordern, also versuchen Sie immer so den Inhalt solcherweise zu verändern. Weiteres Problem, ein weiteres schwerwiegendes Problem ergibt sich aus dem vom Menschen verursachten Klimawandel. Die trockener werdenden Böden und das Verschwinden von Pflanzen aufgrund von Härte und Trockenheit gefährden nicht nur die Nahrungsgrundlage der Igel, sondern zwingen sie auch zu gefährlichen Wanderungen, manchmal bis zu 8 km pro Nacht. Diese Wanderungen beinhalten Risiken wie das Überleben
wie das Überqueren von Straßen und die Begegnung mit aggressiven Hunden. Also, die erste Herausforderung war hier Verlust von natürlichem Lebensraum. Und ein weiteres Problem ist der Klimawandel. Beinhalten ja weiter, gibt es noch etwas, ja? Ja, das hängt alles damit zusammen. Genau, das führt zu diesen Wanderungen und dann, ja, natürlich Überqueren von Straßen, Begegnung von Hunden. Das ist eine nicht direkte Folge von diesem Klimawandel. Trotz dieser bedrohlichen Umstände gibt es Handlungsmöglichkeiten, um den Igeln zu helfen. Gartenbesitzer können aktiv dazu beitragen, indem sie ihre Rasenflächen nicht vollständig mähen, um den Igeln Raum für Nester zu geben. Im Falle der Entdeckung eines tagsüber aktiven Igels, der wahrscheinlich verletzt ist, sollte er zu einer spezialisierten Igelstation gebracht werden. Diese Einrichtungen, die in ganz Deutschland vorhanden sind, bieten verletzten Igeln ein sicheres Zuhause, wo sie behandelt und gefüttert werden. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Igelstationen aufgrund der weit verbreiteten Problematik nur in Notfällen Hilfe leisten können. Sowas, also hier gibt es schon die Beschreibung von einigen Lösungen, was man tatsächlich machen sollte, wenn man diesen Igel und das Tier überhaupt entdeckt. Und eine kurze Schlussfolgerung auch da. Insgesamt zeigt die Situation des Igels deutlich, wie menschliche Aktivitäten und Umweltveränderungen die Tierwelt beeinflussen. Es liegt in unserer Verantwortung, durch bewusste Handlungen und den Schutz ihrer Lebensräume einen Beitrag zur Erhaltung dieser faszinierenden Wildtiere zu leisten. Genau, und die Zusammenfassung enthält keine neuen Informationen. Die Zusammenfassung sagt nur, dass diese Problematik existiert und dass wir handeln müssen. Sowas, das war ein Essay zu diesem Thema. Versuchen Sie auch selber was zu verfassen. Und noch eine Zusammenfassung für den mündlichen Ausdruck hier. Mündliche Zusammenfassung, die ist ein bisschen kürzer. Der Text behandelt die prekäre Situation des Igels, der trotz seiner langen Geschichte in Europa durch menschliche Eingriffe in seinen Lebensraum bedroht ist. Die Deutsche Wildtierstiftung hat den Igel zum Tier des Jahres 2024 ernannt, um auf seine gefährdete Lage aufmerksam zu machen. Die Hauptprobleme sind der Verlust natürlicher Lebensräume durch intensive Landwirtschaft, Pestizideneinsatz und Bauaktivitäten sowie der vom Menschen verursachte Klimawandel. Diese Faktoren führen dazu, dass Igel ihre Nahrungsgrundlage verlieren und gefährliche Wanderungen unternehmen müssen. Gartenbesitzer können helfen, indem sie ihre Rasenflächen nicht komplett mähen. Im Falle eines verletzten Igels kann man ihn zu einer Igelstation bringen. Diese Stationen bieten Unterstützung, konzentrieren sich jedoch auf Notfälle. Die Situation des Igels verdeutlicht, wie wichtig es ist, bewusst mit unserer Umwelt umzugehen und aktiv zum Schutz von Wildtieren beizutragen. So, auch so einen großen Inhalt haben wir in so einem kurzen Abschnitt zusammengefasst. Das ist, ja, also hier gibt es keine weiteren unbekannten Wörter. Prekär haben wir schon verdeutlicht. Das ist schwierig. Schwerwiegend gravierende, schwierige Situation. Ansonsten gab es hier keine unbekannten Wörter. Also Einsatz bedeutet eigentlich die Benutzung. Bauaktivitäten ist verständlich, wenn etwas gebaut wird und so. Ja, und eigentlich haben wir nur mit diesem Inhalt und mit diesem Wortschatz gearbeitet. Sowas, also Sie sehen, wie viel Arbeit man mit diesem Text oder mit so einem Text überhaupt leisten kann. Also, Sie können auch solcherweise vorgehen.
Sie finden zum Beispiel einen interessanten Text, auch zu der Thematik, die Sie interessiert. Vielleicht sind das keine Igel, etwas anderes. Sie lesen dann den Text, versuchen Sie also nicht so lange Texte zu finden, sodass Sie die Motivation nicht verlieren. Lesen Sie den Text, dann schreiben Sie die Wörter aus diesem Text aus. Versuchen Sie diese Wörter irgendwie für sich selbst zu erklären, einige Beispiele zu geben oder zu finden. Übersetzen vielleicht. Machen Sie Kärtchen, wenn diese Arbeitsweise Ihnen gefällt. Oder digital. Irgendwie benutzen Sie irgendwelche Apps, um Kärtchen zu erstellen. Und dann kommen Sie zu den Zusammenfassungen. Machen Sie eine allgemeine, kurze Zusammenfassung mit den Wörtern, die Sie schon ausgeschrieben und gelernt haben. Dann versuchen Sie noch ein Essay zum Thema zu schreiben. Das ist die schwierigste Aktivität, aber diese Aktivität trägt zu Ihren Kenntnissen am meisten bei. So versuchen Sie immer mit den Aufsätzen zu arbeiten, um die Struktur überhaupt selber verstehen zu können. Und dann versuchen Sie auch mündlich den Text zusammenzufassen, machen Sie auch Audioaufnahmen und dann hören Sie sich selbst, wie es klingt, wie es läuft, ob Sie alles gesagt haben, was Sie sagen wollten. Sie können auch, danach die Zeit für sich selbst limitieren, irgendwie, sodass es noch schwieriger wird, in 2 Minuten zum Beispiel oder in 2,5 Minuten sowas sagen, so dass es noch komplizierter wird. Ja, und für heute wäre das alles. Das war eine ausführliche Arbeit an diesem Thema. Und schreiben Sie auch selbst, lernen Sie auch die nötigen Wörter zu unterschiedlichen Themen. Und falls Sie weitere Aufgaben brauchen, können Sie auch meinen Telegram-Kanal abonnieren. Da poste ich regelmäßig Aufgaben zu unterschiedlichen Themen, auch den Wortschatz zu unterschiedlichen Themen, auch Redemittel zu unterschiedlichen Themen, zu den Grafikbeschreibungen und so weiter. Also die Links sind in der Videobeschreibung unten. Ja, ansonsten ist das für heute alles. Bis nächstes Mal.